zusammen, hier ist mal wieder der Manuel und ich habe was ganz Besonderes heute vor. Sitze hier in meinem Wohnzimmer mit dem Martin Jante, den ich nämlich vorstellen möchte. Und das wäre schön, wenn das Ganze dann vielleicht wie eine Serie werden könnte und ich da vielleicht auch den einen oder anderen in der Zukunft mal vorstellen werde. Das Besondere an Martin ist, dass der Martin, da werden wir auch gleich dazu kommen, wenn er sich vorstellen darf, praktisch mal ein absoluter, ja, jetzt wollte ich schon Systemsklave, oder war ein Systemsklave, auf jeden Fall im Finanzsystem, im Bankensektor tief verwurzelt und ist im Endeffekt aus diesem Job ausgestiegen, um ja, eine Alternative vielleicht auch aufzubauen. Und ich denke mal, dass es vielleicht auch vor allem für euch, für die Zuschauer ganz interessant sein könnte. Einerseits mal, wie der Martin das geschafft hatte, selber aus diesem, ja, vielleicht nicht ganz moralisch einwandfreien Job auszusteigen und was das vielleicht jetzt auch für euch bedeuten könnte, was der Martin nämlich jetzt als Alternative zum System aufgebaut hat. Aber fangen wir doch einfach von vorne an. Erstmal, hallo Martin, schön, dass du da bist. Hi Manuel. Genau, stell dich doch vielleicht einfach mal kurz vor, was du so gemacht hast und wo du im System ganz tief drin warst. Ja, ja, also ich bin 33 Jahre alt jetzt und wollte früher eigentlich immer Lehrer werden. Ja, also auch da voll ins System schon reingerutscht und ich war immer so naturwissenschaftsbegeistert, Mathematik, Physik war ich sehr gut dabei. Und das war auch mein ursprünglicher Antrieb, irgendwo mich mal mit dem Geldsystem zu beschäftigen. Weiß nicht, ob du diese Aufgabe vom Josef Pfennig kennst. Ja, ja, mit dem, wenn der Jesus oder was weiß ich, wenn da jemand einen Pfennig angelegt hätte und dann dieser Zinseszins, genau, dass das heute irgendwie schon 65 Mal, was weiß ich, die Erde in reinem Gold wäre oder so. Genau, genau. Und dieses Bild hat mich immer fasziniert und genau, und so habe ich angefangen, mich mit dem Geldsystem zu beschäftigen. War das dann noch und zu Schulzeiten quasi? Das, nein, das war zu Zeiten, wo ich noch Lehramt studiert habe. Ah, ja. Okay. Ja, genau. Also war dein Werdegang, sag ich mal, nach der Schule erstmal Richtung Lehramt? Genau, ich habe Lehramt studiert. Mich da schon, weil ich mich mit diesem systemischen Druck, mit der Institution, die da dahinter stand, eigentlich nicht so wirklich identifizieren konnte, selbstständig gemacht. Habe Nachhilfe gegeben, habe Erwachsenenbildung gemacht, viel Abiturvorbereitung, Begabtenförderung und so. Na cool. Ja, genau. Und mich da privat einfach ein bisschen auch mit dem Geldsystem beschäftigt. Ja, genau. Und bin dann aber, als ich aus privaten Gründen umgezogen bin, meiner Freundin hinterhergezogen damals, habe ich auch wieder irgendwo einen festen Job gesucht, raus aus dieser Selbstständigkeit. Und habe in dem Zuge einfach aus meinem privaten Interesse heraus eine Banklehre angefangen. Ja, weil ich schon immer so dieser Typ war, wenn ich erforsche gern irgendwas, wie was funktioniert. Und wenn ich das dann rausgefunden habe, will ich es auch anderen vermitteln. Und genauso ging es mir dann in dem Moment mit dem Geldsystem, wollte ich auch anderen vermitteln und wollte für mich auch rausfinden, wie das eigentlich in der Bank ist. Ob die Leute da wirklich Verbrecher sind und die Leute ihre Kunden absichtlich über den Tisch ziehen oder ob die eigentlich selber gar nicht so wirklich wissen, was sie machen. Ich wollte schon sagen, weil im Endeffekt, wenn du jetzt sagst, du hast dich ja schon fast auf einem alternativen Weg schon mit dem Finanzsystem beschäftigt und dann hast du gedacht, dann jetzt schaue ich mir den Kaninchenbau oder die Höhle des Löwen von innen mal an, ob das zum Beispiel jetzt auch mit diesem Josefspfennig oder was weiß ich, ob das überhaupt mit der Realität übereinstimmt. Genau. Ja. Also du bist nicht dahin gegangen und hast gedacht, ich geh jetzt in die Bank, weil das die heile Welt ist, die ich aufsuche, sondern du warst da schon so ein bisschen kritisch, als du die Lehre angefangen hast. Genau. Und ich dachte aber, dass ich natürlich aus dem System heraus auch was verändern kann. Ja, dass ich einfach das, was ich für richtig empfinde und wie ich die Leute gerne beraten würde, dass ich das dann so tun kann, aus dem System heraus. Ja. Jetzt würde ich einfach mal behaupten, wenn du jetzt immer noch bei der Bank wärst, würdest du ja gar nicht hier sitzen. Ja, weil im Endeffekt, das heißt, wie lange hast du das dann, oder wie lange hat das denn dann gedauert? Ich schaue jetzt auch auf meinen Spickzettel, damit ich natürlich die richtigen Fragen habe. Wie lange hat es gedauert, bis du dann gemerkt hast, dass du vielleicht das, was du eigentlich vorhast innerhalb dieses Systems oder innerhalb einer Bank,
dass das gar nicht funktioniert. Oder wie ist es denn wirklich? Ich habe ja noch nie in der Bank gearbeitet. So. Das habe ich relativ schnell nach der Ausbildung dann festgestellt, dass ich aus dem System heraus einfach nichts ändern kann. Einerseits natürlich kommt der Druck aus dem System selber, von der Bank, von den Vorgesetzten. Ja, es gibt dann Teamrunden, wo auf ganz gewisse Zahlen einfach geschaut wird, wo es nur darum geht, den richtigen Ertrag zu machen oder in einer bestimmten Sparte was zu verkaufen. Und ich hatte schon immer so die Philosophie, lieber mit einer langfristigen guten Kundenbindung ranzugehen, dass da auch Vertrauen entstehen kann und dass die Leute dann schon auf mich zukommen, wenn sie irgendwo selber Bedarf haben und ihnen dann einfach beiseite zu stehen und zu helfen. Und dieser langfristige Ansatz, der wurde einfach von der Bank auch nicht honoriert. Und dann ist natürlich andererseits auch von Kundensicht. Ja, ich hatte da so ein bisschen, als ich das angefangen habe, die Druckvorstellung, dass ich bloß mit meinem besten Wissen einfach den Leuten das erzählen muss, was ich für richtig halte, und die nehmen mir das dankbar ab. Aber nein, das ist nicht so. Ein Kunde, der in die Bank kommt, der will nachher mit einem guten Gefühl rausgehen. Ja, und da gab es einen sehr beeindruckenden Fall für mich. Das war eine junge Familie, eine Mutter, die hochschwanger war mit ihrem zweiten Kind. Und da war also schon klar, dass die jetzt bald auf der Einnahmenseite was wegbricht, weil sie in Elternzeit geht. Mhm. Und die Ausgabenseite war sowieso schon sehr angespannt. Und trotzdem wollten die sich noch ein zweites Auto zulegen als Familienkutsche. Und den auf Kredit finanzieren. Und das über Kredit finanzieren, genau. Und die Bank hätte das auch rein rechnerisch gemacht. Zu einem Zinssatz von damals 10,99. Und ich habe ihr gesagt, hey, okay, wir würden das hinkriegen, aber habe wirklich ins Gewissen geredet, sich vielleicht ein billigeres Auto zu suchen oder den Wunsch, den sie da haben, nochmal zu überdenken. Habe ihr vorgerechnet, was das in Euro ausmacht, was sie sich im Monat dann die Belastung, die zusätzliche. Im Monat die Belastung, auch was der Kredit auf die Gesamtlaufzeit sie einfach kostet. In Euro. Entschuldigung, wenn ich da einhake, das wird deinem Chef wahrscheinlich schon gar nicht mehr gefallen haben, oder? Also du hast ja eigentlich nicht im Sinne der Bank beraten in dem Moment, oder? Weil sie hätte ja eigentlich, wenn sie auf dich gehört hätte, einen kleineren Kredit ja nur aufgenommen. Genau, genau. Hast du Ärger bekommen? Ich selber fand schon, dass ich im Sinne der Bank beraten habe, ja, weil es ja langfristig natürlich den Kunden gesund hält. Aber ja, ich habe in dem Moment hinterher Ärger bekommen. Als die Kundin raus war, kam mein Chef zu mir und fragt mich, wie ich denn im Kreditgespräch über Kosten sprechen kann, wie ich da überhaupt auf die Idee komme, das Wort so in den Mund zu nehmen. Und das hätte ich vielleicht noch gut verkraftet, aber dass die Kundin dann, nachdem sie gesagt hat, okay, sie spricht nochmal mit ihrem Mann drüber, einfach ohne sich nochmal bei mir zurückzumelden, ich dann irgendwann die Nachmeldung bekommen habe von der Schufa, dass sie den Kredit jetzt woanders gemacht hat, mit einer noch höheren Summe und über eine noch längere Laufzeit, das habe ich dann schon nicht mehr verkraftet. Ja, also die Kunden wollen sowas einfach auch nicht hören. Die wollen ihren Wunsch erfüllt haben. Ja, die wollen was verkauft bekommen. Ja, oder halt dann dieses billige Geld. In dem Fall war es ja noch nicht mal billig, aber ja, ich weiß gar nicht, für mich ist ja im Endeffekt ja auch, wenn ich nichts habe, kann ich es mir nicht leisten. Also was ich meine, auch diese Einstellung jetzt auf Kundenseite, dass ich halt nicht über meine Verhältnisse leben sollte, damit es halt langfristig nicht scheppert, wie man jetzt hier in Bayern sagen würde. Das ja, kann ich voll nachvollziehen, dass es generell ein Problem ist, dass die Leute einfach, es ganz normal ist, auf Kredit sich alles zu holen und auf Ratenzahlung. Was sicherlich ja auch, da werden wir vielleicht gleich darauf zu sprechen kommen, ja vielleicht auch noch in dem System mit begründet ist. Also dass das auch ein, wenn wir von Kreditgeld sprechen, ja, dass es natürlich da sich dadurch am Leben hält. Ja. Aber jetzt kommen wir nochmal auf den konkreten Fall zurück. Das war dann wahrscheinlich schon nach deiner Ausbildung. Das war nach meiner Ausbildung, als ich dann auf meinem eigenen Beratersatz mit meinem eigenen Kundenstamm im Prinzip saß. Ja. Hattest du auch Kunden, die das, sag ich mal, geschätzt haben? Oder jetzt mal anders gefragt, warst du damals ein erfolgreicher Berater jetzt auch innerhalb des Systems? Oder geht es gar nicht mehr, wenn man so denkt wie du, dass man dann erfolgreich ist? Weil du ja nicht immer den größten Provisionssatz versuchst abzugreifen, sondern ja, so wie es ja eigentlich sein sollte, sondern wirklich den Kunden beraten hast. Ja? Also ich habe auch in der Bank noch nie sowas erfahren. Ja. Also ich
glaube schon, dass ich langfristig dann erfolgreich war. Natürlich nicht in den ersten Wochen, wo ich angefangen habe. Musste mir zum Beispiel auch von meinem Chef anhören, warum ich jetzt 2,5 Stunden da mit einem Kunden gesprochen habe, ohne dass was bei rumkam. Ja, mein Anliegen war immer, dass er dann irgendwann, der Kunde nochmal auf mich zurückkommt, dass das Vertrauen einfach da ist und ich dann auch das Geschäft mache, was nicht nur gut für die Bank ist, sondern in dem Moment auch dem Kunden wirklich weiterhilft. Ja. Und ich war am Ende meiner 2-jährigen Zeit in der Bank dann schon auch erfolgreich. War eine sehr kleine Filiale, eine 3-Mann-Filiale und ich habe dann einen Großteil des Ertrags für die Filiale auch einfach mitgemacht, weil ich immer zu meinen Kunden ein gutes Verhältnis hatte und die einfach auch, glaube ich, gespürt haben, dass ich denen einfach nur helfen wollte. Ja, ja, ich meine, ist ja schon mal eine sehr ehrenvolle Einstellung, also dieses wirklich jemandem zu helfen und jetzt nicht nur mir und meiner Provision halt zu helfen. Wie würdest du das so abschätzen, wenn du jetzt auch mal vielleicht in Kollegen oder auch während deiner Ausbildung, ich weiß nicht, ob man da auch mit, ob es sowas wie eine Berufsschule wahrscheinlich für Bankkaufleute oder so auch gibt, findet man, meinst du, man findet sowas überhaupt in den Banken heutzutage, dass jemand mit so einer Einstellung wie du da schon reingegangen bist? Oder selbst wenn man reingeht, wird es durch das Systembank eh wieder schnell kaputt gemacht, weil es halt nicht so funktioniert? Das, glaube ich, ist das größte Problem, dass viele da auch noch mit gutem Willen wirklich reingehen, aber sich dann auch kaputt machen lassen. Ja? Und ich war da einfach zu idealistisch dazu, glaube ich. Ich habe versucht, mein Ding durchzuziehen, so wie ich es für richtig halte. Und ich bin auch in gewisser Weise kaputt gegangen. Ja? Also nicht in meiner Einstellung, wie ich arbeiten wollte, sondern einfach von dem Druck, der dann kam aus Bankseite. Ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten und musste dann meinen Weg da rausfinden. Ja. Das heißt, es wäre dann so dieses klassische Erwachen oder wie auch immer, dass du irgendwann mal, ich stelle es mir jetzt so bildlich vor, an deinem Schreibtisch oder Bankschalter gehockt bist und halt gemerkt hast, so hey, ich habe hier eine Überzeugung, wie ich mit den Menschen umgehen möchte und in diesem Konstrukt, wo ich hier sitze, kriege ich das einfach nicht hin, weil das gar nicht so aufgebaut ist, dass man wirklich jetzt den Kunden hilft, sondern dass man denen halt einfach Produkte anbietet, die die größtmögliche Rendite für die Bank dann abwerfen. Ja, genau. Ja. Ich denke mal, das ist wahrscheinlich auch vielen jetzt auch meiner Zuhörer und es macht ja auch natürlich Sinn, weil ich würde das ja auch als einen alternativen YouTube-Channel beschreiben oder es sind alternative Medien, die sich vielleicht auch mit sowas beschäftigen, aber jetzt eine alternative Finanzberatung habe ich jetzt ja so auch noch nie wirklich erlebt, ja, dass man jetzt sagen könnte, es gibt vielleicht ein paar Banken, ich weiß nicht, ob du da Infos hast, die irgendwie gute oder bessere Produkte haben, wie auch immer, oder versuchen das vielleicht anders aufzustellen oder vielleicht werben die auch nur damit. Aber vielleicht kannst du ja noch mal kurz erklären, wie läuft denn überhaupt dann dieses Geschäft ab in so einer Bank? Und wahrscheinlich ist es ja egal, in welcher Bank oder in welcher Versicherung, wie viele Produkte und wie flexibel ist man denn da? Man ist in einer Bank natürlich immer auf die Produktpalette aus dieser Bank angewiesen und da nehmen sich auch die unterschiedlichen Banken nicht viel, bieten alle grundsätzlich dasselbe an, in einer kleinen anderen Ausführung jeweils. Und was ist deine Aufgabe da? Du bist Verkäufer. Ja? Deine Aufgabe ist nicht wirklich, den Kunden zu beraten, sondern du willst ihm ein Produkt verkaufen. Ja? Also wenn ich dann mit dir als Kunde ins Gespräch gehen würde, versuche ich natürlich, deine Wünsche und Bedürfnisse irgendwo rauszufinden und offen zu legen. Aber ich versuche dann gleichzeitig, das auch alles, da drinnen alles unterzubringen, womit ich dir irgendwie an Bankprodukten weiterhelfen könnte oder es zumindest dir plausibel machen kann. Ja, das ist meine Aufgabe. Ist es dann auch so, und so stelle ich mir vor, dass es halt zum Beispiel so Produkte gibt, die sich jetzt halt ganz besonders lohnen? Also ich weiß nicht, vielleicht ist sowas wie eine Lebensversicherung was, wo du sagst, das ist Jackpot. So, da habe ich dann wirklich meine, was weiß ich, für Einheiten, Prozente über Jahre. Wenn jetzt jemand nur irgendwie ein Sparbuch will, okay, aber viel cooler wäre es, wenn ich dem... gibt es da wirklich so Produkte, wo man sagt, also ich versuche immer irgendwie die Kurve dann zu dieser scheiß Lebensversicherung zu bekommen, weil da geht's ab? Ja, es ist eindeutig so, dass da sehr viel Plus-Minus-Geschäft dabei ist, also viel Quersubventionierung, ja.
wenn deine private Haftpflichtversicherung, was kostet die dir im Monat, vielleicht 4 Euro oder so? Ja, im Jahr irgendwie 80 Euro oder was weiß ich. Ja, im Jahr 80 Euro, selbst wenn wir da über Provisionssätze von 30% sprechen bei solchen Produkten, bleibt da für den Berater oder für die Bank in dem Fall noch nicht viel übrig, sondern es läuft dann, ohne dass der Kunde das merkt, immer auf gewisse Sachen hinaus, wo es einfach scheppert in der Kasse, wo man dann dieses Minusgeschäft wieder reinholt. Ja. Das sind zum Beispiel Lebensversicherungen. Hast du noch andere Beispiele, die man vielleicht auch so kennt, wo man sich jetzt dann schaut, seine eigenen Produkte mal anschauen kann? Ja, ja, im Kreditgeschäft auf jeden Fall. Ja, also im Verbraucherkreditbereich wird ganz viel mit Restschuldabsicherung gearbeitet. Das kostet wahnsinnig viel Geld. Es wird versucht, die Laufzeit vom Kredit möglichst lang zu strecken. Das kostet viel Geld. Es werden so Mechanismen gefahren, Laufzeit vom Kredit strecken, gleichzeitig dazu noch einen Sparvertrag abschließen in der Lebensversicherung. Da gibt es dann Doppelprovision, also man zahlt auf der einen Seite Zinsen für den Kredit, bekommt auf der anderen Seite weniger fürs Anlegen, anstatt erstmal den Kredit fertig zu tilgen. Ja, und für die Bank ist es das Nonplusultra-Geschäft schlechthin. Ja. Ja, und wenn man da mal so ein bisschen, ich meine, ich beschäftige mich jetzt ja auch schon seit ein paar Jahren so mit diesem System. Also ich habe ja alles gekündigt, was in so eine Richtung war. Also ich habe ja wirklich nur noch die absoluten Basics, die ich halt einfach brauche, die es mir auch wert sind. Jetzt zum Beispiel habe ich eine Unfallversicherung, weil ich jetzt zum Beispiel Downhill Mountainbike fahre und selbstständig bin. Da sehe ich einen absoluten Sinn drin. Mhm. Das ist mir auch das Geld wert. Ja. Aber jetzt zum Beispiel wie so eine Berufsunfähigkeit oder so, da gibt es ja auch noch ganz viele andere Sachen. Also wo auch dann die Chance, dass man dann wirklich auch mal davon profitiert, für den Normalen vielleicht auch wieder so gering ist, dass man es gar nicht bräuchte. Ja. Bin auch froh, dass diese Lebensversicherung auch, vermögenswirksame Leistung, das hatte ich damals noch zu meiner Lehre, da haben die mir auch einen Aktienfonds aufgeschwatzt, der war dann irgendwann mal null wert. Also das war dann halt genau über die Finanzkrisenzeit und so. Ja. Aber da gibt es natürlich viele Sachen, wo man jetzt auch mit einem, sag ich mal, geringen oder kleinen Einkommen dann vielleicht auch schon in gewisse Fallen reintappt und so eine Unterschrift dann mal halt schnell setzt. Ja, 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 richtig. Ja, ist auf jeden Fall schon mal sehr spannend. Jetzt ist natürlich, wo es ja auch hingehen will, also das war jetzt so ein bisschen so du im System, ja, vielleicht auch irgendwann mal der Punkt, wo du gesagt hast, wenn ich da jetzt weitermache, kann ich mich nicht mehr im Spiegel anschauen. Mhm. Weiß nicht, ob das auch einen, hast du irgendwie so ein Schuldgefühl oder hast du gedacht, wenn ich das jetzt weiter so mache mit dem Wissen, ich verkaufe hier Leuten einfach etwas, was die gar nicht brauchen. Oder fühlt sich das so an, als hättest du die abgezockt? Ich habe es immer versucht, das nicht zu tun. Mhm. Ja, und da wurde einfach irgendwann der Gegendruck zu groß. Ja, ich habe immer versucht, einfach irgendwo meinen Spaß auf Arbeit zu haben und den Leuten zu helfen. Einfach für die da zu sein. Und wenn dann aber die Wertschätzung mitkommt, du kommst es nicht so direkt von den Kunden gespiegelt, du kriegst es ja auch nicht mit, wie du denen was Gutes tust, weil es ein sehr langfristiges Geschäft ist und der Einzige, der dir im Prinzip Wertschätzung vermitteln kann, sind deine Kollegen und dein Chef, genau, und dein Gehalt und wenn da auf der Seite immer nur die Anti-Wertschätzung kommt für das, was man macht. Ja. Ohne da jetzt auch zu persönlich einzusteigen, war das wirklich, also hattest du da dann auch eine gewisse Tiefzeit, also hatte ich das wirklich auch belastet, was ich meine, nicht nur, dass wir jetzt hier so drüber reden und du sagst, hey, scheiß auf die Bank, ich mache jetzt was anderes. Nein, es war richtig, richtig eine harte Zeit. Ja. Also ich habe Früher auch total abfällig so über solche Krankheiten wie Depressionen oder Burnout gedacht. Da habe ich mir gedacht, okay, so eine moderne Krankheit, so Szenekrankheit irgendwo. Alles Weicher, ja, bilden sich doch kann, nur ein. Ne? Kann sich jeder einbilden, ne? Genau. Kann man bei jedem diagnostizieren, wenn man das will. Und habe dann selber die Erfahrung gemacht, nein, das ist nicht so, das ist wirklich eine Krankheit. Und ich glaube zum Beispiel, dass Burnout nicht daher kommt, wenn man zu viel arbeitet, sondern wenn man einfach den ganzen Tag Dinge macht, wo man nicht dahinter steht. Oder eben diese Wertschätzung halt nicht bekommt. Genau, ja. Kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also ich habe natürlich durch den Job, wo ich tätig bin, in der Eventbranche, im Agenturgeschäft, schon viele Kollegen mit Burnout auch erleben müssen. Und das war sehr oft so der Fall, dass es natürlich ein stressiger Job ist, aber immer dann, wenn so der Rückhalt von Seiten Chefs oder Kunden,
wenn also das, was man gemacht wurde, dann auch noch in Frage gestellt wurde, obwohl man sich den Arsch aufgerissen hat, so dann hat es die meisten Leute zerbröselt. So, weil dann stellt man dann auch sich selber wahrscheinlich in Frage. Ja. Ja. Ich meine, jetzt sitzt du natürlich hier, weil du ja auch diese Zeit zum Glück überstanden hast. Würdest du sagen, dass es schon in so eine Richtung Depression ging? Also wie lang warst du da dann, so bis du da gesagt hast, und jetzt geht's weiter in eine neue Richtung? Ja, das kann man sich nicht vorstellen wie ein großes Tief und dann geht's auf einmal wieder auf. Sondern eine Phase halt. Das sind so Phasen und die Abschwünge wurden einfach immer heftiger und es ist natürlich auch ein Prozess, sich da rauszuentwickeln. Hängen ja gewisse Sachen dran, zum Beispiel eben ein festes Einkommen zu haben. Ja, und, Brötchen und Miete muss ja auch so gezahlt werden, ne? Genau. Und da irgendwie den Weg rauszufinden, da gibt es so die ersten Gedanken, was könnte man besser machen, wie könnte man das alles gestalten? Und dann, wie du schon sagst, wenn man von anderen in Frage gestellt wird, fängt man auch nur wieder an, sich selber in Frage zu stellen. Und dann kommen die Zweifel, ob man das alles so schafft. Und war schon ein langer Prozess von über einem Jahr oder so, bis ich das auch geschafft habe, da rauszukommen aus der Bank. Ja. Und dann hast du eines Tages die Kündigung hingelegt? Ich hatte nach meiner Ausbildung einen befristeten Vertrag. Okay, den hast du einfach nicht verlängert. Der ist einfach, genau. Es hat sich hat dann von beiden Seiten sich auseinanderdividiert. Die waren wahrscheinlich froh, dass du weg warst. Dann haben sie wieder jemanden, der nur noch auf Prozente aus ist, einstellen können. Wahrscheinlich, klar, wird so ein Filialleiter ja auch dran verdient haben, was du an Provisionen eingefahren hast. Ne? Ich meine, das ist ja dann wie so ein Schneeball-Pyramidensystem überall. Kann man sich so vorstellen. Dein Vorgesetzter hat natürlich auch weniger Freude gehabt, wenn er merkt, dass du 2 Stunden lang wirklich berätst. Ja, ja. Und ich war ihnen auch einfach, glaube ich, ein Dorn im Auge, weil ich zu sehr auf meiner eigenen Meinung beharrt habe. Ja. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum Teil 2. Ja, jetzt lassen wir mal das Ganze, deine negativen Erfahrungen oder auch den Teil im System weg. Irgendwann hast du dann gesagt, okay, ich habe mir hier Wissen angeeignet. Ich habe diesen Kaninchenbau der Finanzprodukte durchschaut, weil ich einfach weiß, wie es läuft. Wie bist du dann drauf gekommen? Und jetzt kann ich ja das gerne vorweggreifen, zu sagen, ich biete da jetzt eine Alternative an. Ja, dass du sagst, ich will jetzt Finanzberatung oder Coaching oder wie auch immer anbieten, aber eben nicht im System. Ja, wir haben uns ja auch schon vorher ein bisschen ausgetauscht, deswegen bin ich da schon ein bisschen drin. Worauf ich eigentlich hinaus will, du hast mir mal erklärt, dass es halt sowas wie diese Provisionsgeschichte gibt, wo eigentlich in Deutschland 90% wahrscheinlich danach arbeiten. Ja, genau. Und dass es wohl auch schon in Amerika üblicher ist, aber dass es auch eine Art der Honorarberatung gibt. Ja, genau. Und nachdem selbst für mich das sehr neu war, vielleicht kannst du nochmal dieses Provisionskonzept nochmal erklären, warum das halt alles sehr kundenunfreundlich ist, was wir hier bekommen, wenn wir zur Bank oder wo auch immer hingehen. Genau. Also jeder, der in eine Bank reinmarschiert oder auch der sich von seinem Versicherungsberater oder Vermögensberater auf Provisionsbasis beraten lässt, denkt ja immer, die Beratung ist umsonst. Viele wissen eigentlich auch, dass es nicht umsonst sein kann. Von irgendwas muss derjenige ja leben. Aber man denkt nie weiter. Wer bezahlt das jetzt am Ende? Es zahlt natürlich der Kunde mit seinen Beiträgen im Produkt. Ja, genau. Und was er halt meistens nicht weiß und nicht gesagt bekommt, ist, wie hoch dieser Anteil ist. Ja, das ist das Unfaire am System. Und da ist das Gegenmodell dazu, einfach auf Honorar zu beraten. Ja, können wir das mit so einem ganz kleinen Zahlenbeispiel vielleicht anschaulich rüberbringen? Ich weiß nicht, ob du da irgendwie was hast. Ich schenke mal hier nochmal Wasser. Auf jeden Fall. Hast du dir schon mal Gedanken über deine Altersvorsorge gemacht, Manuel? Ja, bis jetzt sind es aber auch erstmal nur wirkliche Gedanken. Also ich habe mich darüber informiert, was ich alles nicht machen werde. Aber klar, wenn wir jetzt sagen würden, ich muss das ja auch machen. Was gibt es da irgendwie so Sparpläne oder so, dass ich irgendwie 100 Euro im Monat... Ja, haben wir einen super Sparplan für dich. Ah, okay. Ja. Ich könnte jetzt noch ausrechnen, wie weit du mit 100 Euro kommst. Vielleicht bist du dann am Ende auch dabei zu sagen, ich will 200 Euro sparen. Ja, und ob wir nur bei 100 oder 200 Euro monatlicher Sparrate liegen, auf die Dauer, die das bei dir noch betrifft, reden wir dann schon über 2.000 bis 4.000 Euro Provision. Die du in dem Moment als im System Bankberater kassierst, wenn ich so ein... Im Angestelltenverhältnis natürlich nicht, aber die dich das als Kunde kostet. Ja, okay, ja. Und
In der Bank geht natürlich noch viel irgendwo ab und die Angestellten werden nachher per Festgehalt bezahlt. Klar, aber im Endeffekt, die Bank kassiert dann für, wenn ich jetzt in die Altersvorsorge gehen würde mit 200 Euro im Monat, insgesamt 2400 Euro. Bei 200 Euro Monatsbeitrag könnten wir bei dir so ungefähr bei 4000 Euro landen. Na okay, ja. Schon ordentlich. Ja, genau. Diese 4000 Euro muss ich aber mit meinen monatlichen Spareinlagen erstmal bezahlt haben. Genau, die bezahlst du mit den monatlichen Spareinlagen und das ist das Gemeine bei diesen Lebensversicherungen, Rentenversicherungen. Du bezahlst sie nicht über die komplette Laufzeit, sondern du bezahlst sie gleich innerhalb der ersten 5 Jahre. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben in Deutschland, dass das mindestens auf diese Zeit gestreckt werden muss. Da pendeln sich dann auch alle ein. Hm. Und genau, du hast also die Chance, diesen Fehler auch mehrmals zu machen in deinem Leben. Weil dein Berater wird dann immer mal wieder regelmäßig auf dich zukommen und sagen, hey, wir haben da jetzt was Neues, was Besseres oder mal wieder Gesetzesänderung, Riester-Rente zum Beispiel. Kündige doch hier dieses Sparpaket. Genau, und was Neues. Mach jetzt lieber das. Genau. Das heißt jetzt, und bei mir war es ja so, als zum Beispiel diese Lebensversicherung, ich habe die vielleicht 6 oder 7 Jahre gehabt und dann hatte ich halt auch mal finanzielle Probleme und musste halt dann an das Geld ran. Dann war mir eh klar, dass diese ganzen Zinsen und so jetzt auf dem Papier dann weg waren. Ja. Aber so wie du mir es jetzt erklärt hast, habe ich ja auch eigentlich schon 100% der Provision abgedrückt, ja. Wie wenn ich das mein Leben lang weitergeführt hätte. Das genau. Heißt, ich fahre in dem Moment, wo ich es vorher kündige, gleich noch schlechter ab. Ja, richtig. Richtig. Du bekommst aber wahrscheinlich, also ich habe das nicht vorgerechnet bekommen oder so, oder? Nein, das sagt dir natürlich keiner dazu. Weil wir das dir ja verkaufen. Ja, okay, ich verstehe, ja. Und so sind alle Produkte, die man in einer Bank, in einer Versicherung oder von irgendwelchen nicht freien Finanzberatern, ich meine, es gibt ja auch so Finanzberater, die frei Produkte verkaufen. Genau, die aber sind dann unabhängig. Aber sind trotzdem auf Provision. Aber meistens trotzdem auf Provision. Ja, und dann passieren genau solche Geschichten. Es sind nicht alle Produkte so strukturiert. Hm. Ja, gerade wir hatten vorhin das Beispiel Haftpflichtversicherung oder deine private Unfallversicherung. Hm. Da geht einfach von deinem Jahresbeitrag ein gewisser Prozentsatz weg und das ist dann auch okay und das schadet dir nichts, wenn du das kündigst. Aber du merkst als Kunde den Unterschied nicht. Du merkst nicht, wann du von dem einen System in das nächste reingezogen wirst. Ja, und das ist das Unfaire. Genau. Und das Gegenmodell dazu ist die Honorarberatung einfach. Deine Steuererklärung. Von wem würdest du dich beraten lassen? Von jemandem vom Finanzamt oder vielleicht doch lieber vom Steuerberater? Also da ist der Steuerberater ziemlich weit vorne. Ja klar, ich gehe nicht zu denen, die es kassieren. Genau. Ja klar, sagst du jetzt. Ja. Aber jeder macht es mit seinen Finanzprodukten ganz genauso. Er lässt sich von denen beraten, die daran verdienen. Abkassieren nachher. Ja. Eigentlich gar nicht so schwer zu verstehen, dass es einfach nicht gut funktionieren kann. Also für die Bank oder so schon. Ja, ja. Und wenn man natürlich sieht, was die an Kohle machen, braucht man sich natürlich vielleicht auch nicht wundern. Ja. Und jetzt hast du dir gedacht, das muss anders gehen. Ja, und das ist eigentlich auch das, warum ich dich und das, was du machst, gerne vorstellen möchte. Verstehst du? Erstmal, weil ich das sehr ehrenvoll finde, dass man sagt, ich gehe da durch die Scheiße durch und versuche da was Eigenes aufzubauen. Ja. Deswegen möchte ich das gerne vorstellen, aber ich denke auch, dass es für den ein oder anderen Zuhörer halt interessant sein könnte, mal zu sehen, dass es selbst innerhalb des Systems, weil wir sind jetzt ja nicht ausgewandert, wir machen überhaupt nichts Illegales, dass du da einen Weg anbieten kannst, wie man sich halt anders beraten kann. Was ich finde jetzt, und das haben wir vielleicht gar nicht gesagt, du bist ja auch sehr freiheitlich eingestellt, würdest dich ja vielleicht auch als Libertärer oder Anarchist bezeichnen. Ja. Das macht es für mich ja schon mal sehr sympathisch, wenn man irgendwie gleichgesinnter ist, so von der Einstellung her, wie man zu wirtschaften hat oder wie eine gesunde Gesellschaft funktionieren könnte. Ja? Ja. Vielleicht kannst du das nochmal kurz umschneiden. So, wie hast du dich jetzt aufgestellt? So, wie möchtest du jetzt gerne Kunden beraten und was kannst du denen dann so genau anbieten? Also diese Honorargeschichte habe ich jetzt schon so halb verstanden. Aber du musst ja trotzdem noch Produkte dann haben. Also ich kann ja jetzt nicht zu dir, Martin Jante, sagen, jetzt gebe ich dir das Geld und du bist jetzt meine Unfallversicherung. Du wirst dich ja auch... Ja. Gibt es denn so Produkte, die dann ohne diese Provisionslast überhaupt sind? Ja, gibt es auf jeden Fall. Also gerade in diesem Lebensversicherungsbereich gibt es alle diese Produkte auch ohne
Provision, das nennt sich dann Nettotarif zum Beispiel. Man muss dann darauf achten, dass es wirklich einer ist. Ja? Mhm. Und mit ganz geringen und wirklich offen deklarierten Gebühren nur, einfach natürlich verursacht das Produkt Kosten, die müssen irgendwo bezahlt werden. Das sind Beiträge irgendwo um 30, 40 Euro im Jahr vielleicht. Und das ist aber offen deklariert. Ja. Also sehr transparent auch sehr von dem, was es wirklich kosten und was ist dann... Genau, und vor allem erhalte ich nichts davon. Ja, also ich kann dich als Kunde wirklich beraten in deinem Interesse, weil ich nichts mehr davon habe, ob du... Produkt A, B oder C nimmst. Genau, bei welchem Anbieter, ob du es überhaupt machst oder nicht. Ich kann ja zum Beispiel auch einfach mal bei gewissen Sachen sagen, mach's nicht. Das wird ein Verkäufer nicht tun. Jetzt pass mal auf, und jetzt wird es für mich dann eigentlich auch sehr klar. Das heißt, du bekommst, also jetzt mal, und wenn ich jetzt mal zum Beispiel in meine Rentenvorsorge gehe, so dann können wir das ja gerne auch direkt machen. Das heißt, dann berätst du mich, verlangst dann einen Stundensatz, genau, unabhängig davon, welche Produkte ich dann am Ende nehme. Genau. Das heißt, du bekommst genauso viel Geld, auch wenn du mich so berätst, dass du sagst, Manuel, das ist für dich leider alles scheiße. Ja, ja, genau. Mhm. Genau. Trotzdem ist natürlich mein Anliegen für dich die beste Lösung wirklich. Ja klar, weil du hättest ja gerne, dass ich vielleicht wiederkomme und mein Geld nicht in den Sand gesetzt wird. Genau, genau. Ja. Und ich will dir ja helfen. Schon immer mein Anliegen. Ja, aber vorher war es halt vielleicht so nicht möglich. Ja. Jetzt mal blöd gefragt, aber das ist für mich auch wirklich super neu. Ich habe nicht gewusst erstens, dass es sowas überhaupt gibt. So für mich war Finanz alles Mafia eigentlich, außer halt Gold, Münzen unterm Kopfkissen. Ja. Also gibt es da mehrere schon in Deutschland? Ist das was, was vielleicht auch am Kommen ist, um diesem System? Ja, das ist auch das, was ich schön finde. Man kann ja dadurch auch diesem ganzen Betrugssystem ja auch ein bisschen Energie entziehen, wenn man das eben nicht weiter bedient. Ja, und alle, die dann immer so reden, kauft nicht mehr bei Nestle oder was weiß ich, ja, die haben ja trotzdem alle wahrscheinlich noch diese ganzen Finanzprodukte und weil man ja kaum an so Alternativen kommt. So. Wie bist du denn drauf gekommen? Woher weißt du, dass es sowas gibt? Aus Amerika oder? Einfach bei meiner eigenen Recherche, durch mein eigenes Interesse, was nun wirklich die beste Lösung ist, bin ich auf dieses Honorarberater-Thema gestoßen. Und natürlich habe ich das nicht erfunden. Das ist im angelsächsischen Raum schon viel etablierter. Mhm. In Deutschland nach und nach im Kommen, aber halt bei einem Marktanteil von unter 10%. Ja. Es gibt natürlich vereinzelte Honorarberater, die einfach selbstständig arbeiten. Es gibt auch eine Bank, die das anbietet, die Quirin Bank. Genau, das, einer, den Namen hatte ich schon mal gehört. Das war vorhin bei diesen guten Banken, aber mir ist der Name nicht eingefallen. Ja. Ja, genau. Genau, aber ja, wenn man sich jetzt nicht wirklich intensiv mit dem Thema beschäftigt, stößt man eigentlich nicht drauf. Ja, das genau mit diesen Netto-Produkten, die halt provisionsfrei sind, du stößt als Normalsterblicher nicht drauf, weil niemand da ist, der es dir verkauft. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt dich nicht kennen würde, müsste ich halt mich jetzt wirklich selber Stunden vielleicht in Recherche begeben. Ich meine, das wäre jetzt zum Beispiel ein Begriff Nettoversicherung oder wie nennt sich dann sowas? Nettopolice. Ja. Genau, kann man ja gerne mal googeln. Vielleicht findet ihr auch selber ja schon Produkte. Ja. Aber du bietest jetzt praktisch als Selbstständiger einfach eine Leistung an, dass du sagst, ich will jetzt Leute eben genau in dem Sinn beraten, die halt eben keinen Bock auf diese Finanzkanonen mit ihrer riesigen Provisionsmasche haben. Genau, richtig. Und ich beschäftige mich ja nicht erst seit heute damit, sondern nun schon viele Jahre wirklich und habe mir da halt einfach ein bisschen angeeignet und dann hat natürlich Synergieeffekte, wenn ich das einfach prägnant dir erzählen kann, als wenn du dir selber alles raussuchst. Ja, klar. Und vielleicht nochmal der Unterschied zu einem normalen Honorarberater. Dadurch, dass ich ja schon so einen recht alternativen Einstieg ins Geldsystem überhaupt habe, habe ich einfach auch da mal ein ganz anderes Wissen, gerade so was österreichische Schule der Nationalökonomie angeht, also wie Wirtschaft eigentlich wirklich funktioniert, wie Geld funktioniert, wie unser Geldsystem gestrickt ist, das weiß ja von, die sind ja alle irgendwo im System, die waren auch im Bankensystem, das weiß einfach keiner. Also dir ist bewusst, dass wir hier ein Falschgeldsystem haben und du hast trotzdem innerhalb dieses Systems jetzt einfach nach Lösungen gesucht, die halt
ja, so gut es halt innerhalb dieses Systems geht, funktionieren. Ja? Ja. Das ist ja das, was ich ja auch den ganzen Tag mache, dass ich versuche halt dem System so viel Energie wie möglich zu entziehen und auch selber Alternativen anbieten möchte. Und das ist ja auch das, wovon ich ausgehe, dass dann irgendwann sowas wie ein Staat einfach überflüssig wird, weil wir das alle schon viel besser gemacht haben. Und irgendwann mal kann dann die Deutsche Bank zusperren, weil sie keine mehr Kunden mehr hat. Ja? Ja. Ist zwar blöd, ich habe immer noch mein Konto bei denen, aber ja, nee, cool. Finde ich super spannend. Ich glaube auch, dass das für die Zuhörer interessant ist. Ja, jetzt könnte man natürlich sagen, hey, jetzt macht der Manuel hier Werbung für so einen Finanzberater. In irgendeiner Weise mache ich das, aber ich mache das halt gerne, verstehst du? Bei mir geht es ja auch darum, dass ich so solche Konzepte gerne vorstellen möchte. Ja? Und du stehst jetzt ja auch relativ am Anfang. Ja. Das heißt, auch ich fände es cool, wenn man so jemanden wie dir eine Chance gibt, sich das mal anzuschauen. Genauso fände ich es aber auch cool, wenn die Zuhörer dadurch vielleicht eine neue Option bekommen und sich dadurch viel Ärger und Geld sparen können und wir dem System einfach so irgendwann mal Ella Badge sagen können, wir haben es besser gemacht. Ja. Ja? Ich würde sagen, vielleicht noch so ein kleiner Ausblick, weil du ja schon auch ein, würde ich mal sagen, Finanzexperte bist. Ja? Wo meinst du, geht es denn generell hin mit unserer Finanzwelt? Und ich kenne ja viele, die schon seit vielen Jahren den großen Crash voraussagen. Ich will jetzt überhaupt keine wirkliche Prognosen, aber vielleicht hast du da noch ein paar interessante Sätze zum Abschluss. Zu retten ist es nicht mehr, oder? Sehe ich das richtig mit meinem Verständnis? Das, an dem Punkt war ich auch mal, dass ich das geglaubt habe. Aber ich glaube, der interessanteste Satz, den ich dazu inzwischen sagen kann, ist einfach, man kann die Zukunft nicht prognostizieren. Ja? Man weiß nicht, was da kommt, man weiß nicht, wann es kommen wird. Zum Beispiel auch so ein Punkt, wo so viele Leute dran glauben, dass Aktienmarktbewegungen irgendwie vorhergesagt werden können. Ja, Chartanalyse und so. Da glaubt eigentlich fast jeder dran, weil es uns von allen immer erzählt wird. Das ist einfach Blödsinn. Ja? Man kann die Zukunft nicht vorhersagen und sollte sich für sein Vermögen einfach Strategien zurechtlegen, wie man bei jedem möglichen Ausgang nachher auch gut bei wegkommt. Ja, das ist ja schon mal so was wie eine Risikoverteilung oder eben nicht alles auf ein Pferd setzen, könnte man auch sagen. Genau, nicht alle Eier in einen Korb. Ja, da gibt es tausend Sprichwörter. Sehe ich auch so. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Jetzt vielleicht auch noch für unsere Zuhörer oder Zuschauer. Ich würde einfach mal deine E-Mail-Adresse einblenden, wenn sich jemand mit dir in Verbindung setzen will, einfach um vielleicht mal zu sehen, ob vielleicht sowas, was du anbietest, ja eine Alternative ist. Dann ist es hier, blenden wir mal hier ein, Martin, wie geht's weiter, at therabbithole.de. Genau, da könnt ihr dem Martin einfach mal schreiben. Du wirst auch nicht sofort eine Rechnung stellen, gell? Also da können sich auf jeden Fall auch mal Leute, die wirklich einfach nur mal mit E-Mail-Kontakt mit dir haben möchten. Es geht hier nicht darum, dass wir jetzt hier was verkaufen wollen, sondern einfach nur mal diese Alternative anbieten. In diesem Sinne, sage ich vielen Dank, Martin. Wir werden jetzt heute Abend noch ein Trinken gehen, so viel können wir auch verraten. Ja. Und ich hoffe, dass ich hier einen interessanten Gast und eine schöne Alternative zum System vorstellen konnte. Und wenn da draußen noch mehr sind von euch, die sagen, ich habe was selber aufgebaut und möchte das gerne vielleicht einem größeren Publikum vorstellen, dann schickt mir doch einfach eine E-Mail, info@manuelmein.de, und dann können wir vielleicht hier auch mal auf meiner Couch sitzen. Gut, das war's, bis bald. Ciao.